dann viel Spaß hier. Wir haben eine AfD-Wählerschaft, die noch nie so groß war. Und es ist ja kein Geheimnis, in der AfD sind offen rechtsextreme Menschen. Und ich persönlich kann nicht verstehen, wie man sich dazu entscheiden kann, so einer Partei seine Stimme zu geben und sich halt vor allen Dingen auch so gegen die Demokratie und die Würde jedes Menschen zu entscheiden, persönlich. Ja, also meine Stimmung ist sehr schlecht, um ehrlich zu sein, weil ich gestern habe ich den ganzen Tag die Nachrichten verfolgt und auch auf Instagram bin ich verschiedenen Seiten gefolgt und war natürlich auch selbst wählen und deswegen ist meine Stimmung sehr schlecht, weil ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht hatte. Ich habe damit gerechnet, dass es so ausgeht, aber das dann am Ende zu sehen, dass dann die Ergebnisse doch so waren, war schon sehr schockierend für mich. Ich freue mich unabhängig davon, dass die Menschen gezeigt haben, dass es wohl offensichtlich eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was, na, ich sag mal so, bisherige Landespolitik gewesen ist und zwischen dem, oder andersrum, zwischen dem, was erzählt wurde und zwischen dem, was als Ergebnis rauskommt oder kam. So. Ob das sich jetzt ändert, inwieweit sich das ändert, das wird die Zeit zeigen. Migration für mich, Leute. Zu viel. Aus dem Stand können die kriegen die Gelder aus dem Stand raus. Und für uns Rentner, die unteren Renten müssen wir rauf, müssen alle rauf. Und die Energie, das sind die Themen, die uns brennen. Das sind die brennen uns.